habe gute Nachrichten. Wir haben die Rechte für die Sonnstein-Haltestellen bekommen. Es ist ein wirklich entzückender Ort, was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, dass er bei Touristen so beliebt ist. Peter Baumann hat darum gebeten, dass wir Sonnstein mit dem Flughafen und dem Gewerbegebiet verbinden. Er erhofft sich dadurch, dass die Buchungen in der Nebensaison steigen. Bitte verwende nur Erdgasbusse, um die Luftverschmutzung auf ein Minimum zu beschränken. Oh, und als Vorwarnung, die Serpentinen in Sonnstein sind recht eng. Fahre bitte vorsichtig. Genau so ist es. Und damit dann herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator 21. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Die heißt Volles Haus. Und wir haben folgende Aufgaben. Also am Sonntag auf der Route zwischen Sonnstein, Astra Park und Airport. No problem. Erstelle eine Route mit mindestens 10 Haltestellen. Auch keine Problem. Verbessere die Stufe von Sonnstein und auf Stufe 3. Eigentlich auch keine Problem, aber halt. Ja. Eigentlich, wie gesagt, kein Problem, aber zeitintensiv. So wenn ich hier bei Kerstadt. Warum das Ding immer noch auf Stufe 3 ist? Keine Ahnung. Ist das eigentlich auf 4? Ist ja wurscht. Wie? Oder ich habe Haltestelle vergessen. Windfeld Ost. Ja, egal. Gut. Gut, wir fangen mal an. Wir machen erstmal die 10 Haltestellen. Machen wir so. Ja, das ist eigentlich nicht das Problem. Wir brauchen ja nur. Ist ja Jacke wie Hose, welche wir nehmen. Hat ja mit dem Thema nichts zu tun. Eins. Warte mal. Zwei. Warte mal. Achso, das ist dieselbe Haltestelle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und elf. Änderung übernommen. Bam. Gut, Thema 1 erledigt. Nächste Aufgabe. Einen Sonntag auf der Route zwischen Sonnstein, Astra Park und Airport. Eigentlich auch kein Ding, weil wir brauchen ja nur warte mal, wir gehen erstmal das untere Thema an. 25% der Busse sind CNG-Busse. CNG ist Flüssiggas oder Erdgas, wie auch immer. Wofür es jetzt genau steht, weiß ich nicht. CNG finde ich immer total toll. Das da ist vor allen Dingen sehr, sehr zeitintensiv, was Tanken betrifft. Ich spreche da so ein bisschen aus Erfahrung, wie die Leute mich kennen. Ich bin tatsächlich Busfahrer. Ich bin bis Dezember bin ich Stadtbus gefahren in Delitzsch, also in Sachsen. Und dort sind unter anderem 4 Erdgasbusse im Einsatz gewesen. Wovon es aus Altersgründen jetzt mittlerweile nur noch 2 gibt. Diese Dinger brauchen, wenn sie halb voll sind, meistens, wenn sie einen Tag überlebt haben, sind sie viertel voll, was mehr, so Viertel und Hälfte, brauchen die circa so 30 bis 40 Minuten, bis die Dinger vollgetankt sind. Das ist ekelhaft laut, weil das richtig reingeschossen wird. Du musst dann so einen speziellen Aufsatz, den wir dann hatten von der Firma, den setzt du da drauf und dann haust du den einfach voll. Ja, es ist zwar günstiger, es ist angeblich umweltfreundlicher, aber es ist halt zeitintensiver. Und dieses Ding stinkt ekelhaft nach Gas. Ja, wie dem auch sei, wir sollen 25% unserer Busse zum CNG-Busse. Wir gucken mal gerade, ob wir, wie viele Busse wir überhaupt haben. Wir haben 8. Wenn wir 10 haben und 2 Busse, sind wir bei 20%. Ich habe ein Budget von 340.000. 25% sind ein Viertel. Das heißt, wir brauchen von 8, wir verkaufen 2 unserer Busse und kaufen dafür, wenn möglich, 2 CNG-Busse. Aufgabe erledigt. Also, ergo, muss verkaufen. So, ich gucke gerade, ob wir noch einen haben. Fahrzeug wechseln. Ob wir irgendwo was Ungeplantes dabei haben. Haben wir irgendwo was Ungeplantes gerade da? Volvo, ich will die Welt Elektrobus eigentlich nicht verkaufen. Citaro K. Warte mal, wir nehmen den einen der Citaros raus. So, Fahrzeug verkaufen.
Haben wir gerade getan. Jetzt haben wir nur noch 6 Busse. Ergo, wir kaufen jetzt 2 neue Busse. Zwei neue CNG-Busse. Das ist jetzt die Aufgabe. Jetzt muss ich gerade mal zu dem Dealer meines Vertrauens hüpfen. Ja, machen wir doch. Und dann haben wir schon den Teil erledigt. Dann gehen wir heute das Thema mit dem Zahltag an. Dann haben wir das auch erledigt. Und als nächstes gehen wir in der nächsten und übernächsten Folge war sehr wahrscheinlich die Mission mit dem Sonnstein auf Stufe 3. Da bereiten wir uns heute ein bisschen vor. So, wir brauchen 10 CNG-Busse. Da müssen wir gucken, beim Motortyp auf. Dann haben wir hier einmal den Urban Way und einmal den Lion City Stadtbus. Gut, 520.000, die kosten aber sehr viel Geld. Das ist das Problem an der Sache. Oh, wir haben sogar einen Langbus. Lion City, ey. Jetzt habe ich jetzt, ich brauche 660.000. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich noch mal einen verkaufen. Ja, ich werde noch einen weiteren Bus verkaufen. Das heißt, ich brauche ja 2 von. Dann haben wir es ja schon eigentlich fast. Ich brauche noch einen Bus. Ich muss leider jetzt noch einen weiteren Bus verkaufen. So. Und habe jetzt auf dem Konto 610.000. Das ist eigentlich was nicht reich, oder? Reicht das noch gerade so? 495.000. Erdgasgelenkt Bus. Okay, brauchen wir aber jetzt gerade nicht. Ich guck mal bei den billigen, etwas billigeren Fahrzeugen. Das sind diese zwei hier. 350 und 330 sind 680, wenn ich richtig gerechnet habe. Das ist ein Problem. Wir haben natürlich immer noch keine. Wir werden natürlich jetzt schauen, dass wir noch mal einen. Haben wir den als Mercedes? Nee, ne? Leider nicht. Könnten. Nee, wir haben leider nicht gerade. Ich werde jetzt doch mal. Ich werde doch mehr kaufen müssen. Warte mal. Ja, wir sind gerade ein bisschen in der Vorbereitung. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade Busse verkaufen muss. So, ich muss Bus verkaufen. Warte mal, nicht Fahrzeug verwechseln. Bus verkaufen. Ja, tut mir leid gerade, dass ich jetzt das bisschen. Dass ich. Oh, guck mal, wir haben die auch schon erledigt. Wir brauchen aber neue Busse. Wenn wir jetzt gerade ein bisschen wenig Geld haben. 820.000 haben wir, das heißt, wir werden nochmal 2 neue Busse kaufen. Und das werde ich halt jetzt tun. So, warte mal, ich habe jetzt 3 Busse verkauft, ne? Ich kann jetzt nochmal ein bisschen was. Ich muss ja nochmal nachkaufen jetzt. Nehmen wir als erstes den Urban Way. So, nochmal Tür auf da, Chef. Ja, wir brauchen ja Gartus. So, brauche ich nicht, ich kenne meinen Bus. So, ja, so, den haben wir jetzt gekauft. Das heißt, ich hüpfe noch mal raus. Ich will jetzt noch mal 2 neue weitere Busse kaufen. Ich muss jetzt gerade ein bisschen Budget hin und her schieben. Das ist mehr oder weniger das Problem jetzt an der Sache. Ich verkaufe jetzt da 3 Busse. Ja. So. Haben wir nicht irgendwie Fahrzeugtyp, Motortyp? Motortyp. Ich brauche CNG-Busse. Dementsprechend muss ich gerade gucken. Elektrol CNG. Der kostet 95.000. Ich habe jetzt, wenn ich. Ich kaufe jetzt. Wenn ich den jetzt kaufe, dann. Ne, passt nicht. Ich kaufe noch mehr meinen. Und dann kaufe ich noch 2 Citaro. Dann haben wir mehr. Wir haben die Aufgabe ja mehr oder weniger schon gelöst. Ja, bitte. Warum auch immer du jetzt gerade rausgegangen bist. Ein CNG-Bus brauche ich. Ich werde den Vico hier vorne nehmen, den Urban Way. Für die Aufgabe. Jo. So, jetzt haben wir nur noch 170.000.
Und für das Geld werde ich jetzt noch ein Citaro kaufen. Dann hoffe ich, dass wir die Aufgabe trotzdem weiterhin gelöst haben. Ich werde ein Citaro K kaufen. Die Dinger, die haben sich extremst bewährt. Wie gesagt, es ist nur jetzt ein bisschen Budget-Schieberei. Mehr ist es nicht. Wir haben jetzt 3 Busse verkauft und werden 3 Busse neu kaufen. So. Gut. Dann hätten wir es, glaube ich. So. Gut. Ein bisschen aufpassen. Nicht, dass die Rampe uns den Bus beschädigt. So. Dann habe ich das für die Aufgabe jetzt trotzdem gelöst haben. Ja. So, was machen wir als nächstes? Wir holen einen Zahltag. Wir werden jetzt einen Zahltag holen. Ich gucke jetzt gerade, was war so an. Warte mal, ich muss jetzt gerade gucken. Genau. Innerhalb von 35 Minuten. Haben wir da überhaupt einen Bus für? Nö. Das ist ein Citaro, der wird da auf die Route gehen. Wir brauchen ja ein bisschen Kohle. Nee? So, jetzt gucke ich, dass ich da was frei habe. Nehmen wir dich auf den Bus, den Typen. Vollzeitfahrzeug. Volvo. Bringt nichts. Okay, weg damit. Ich schiebe jetzt gerade ein bisschen hin und her. Haben wir da einen Bus drauf? Ja. Volvo. So, gucken, ob der jetzt ein bisschen was bringt. Ja, etwas, natürlich, klar. Da ist auch ein Bus drauf. Da ist kein Fahrzeug drauf. Jetzt habe ich noch einen Iveco drauf. Und dann nehmen wir dafür den MAN Lines Stadtbus. Kannst also quasi auch die Route rausnehmen, weil es bringt nichts. Ich teste jetzt ein bisschen durch. MAN Stadtbus. Auch 4400 minus. Also raus mit dieser Route. Ich brauche nur die Routen, die mir jetzt gerade Geld bringen. Wir müssen Kohle scheffeln. Jawohl. Und die Route 3 würde was bringen? 3.900 Euro. Gut, dann hätten wir zumindest mal ein bisschen Geld. So, gut. Für das Geld werde ich mir jetzt eine neue Route erstellen, die uns als Zahltag nimmt. Gibt. So. Und zwar, was müssen wir machen? Eine Zahltag für die Route Sonnstein Astra Park Airport. Eigentlich kein Problem. Na, Probleme. Nehmen wir das Media Center. Wollen wir fahren von der Speicher aus. Komm. Damit wir das in zentralen Punkt haben. Stockerplatz. Media Center Astra. Dann brauchen wir Astra Park. Aber ja, Sonnstein. Unter Sonnstein. Warte mal, Sonnstein und Airport. Wir fahren über Airport. Also ja, nächstes. Airport ist ja hier unten. Flughafen. Und dann fahren wir runter nach Sonnstein. Kellergasse. Sonnstein. Sonnstein. Hauptplatz. So, der endet bei Sonnenschein am Hauptplatz. So, dann nehmen wir das mit. Wir brauchen ja keine wirklich ausgebalancierten Dinger da, sondern werden das jetzt machen. Das ist die Route 8, glaube ich. Genau, Astra Park Sports, Astra Park Outskirts. Ist das, warte mal, ist das der Haltestelle überhaupt jetzt? Ja, genau. Oder? Warte mal, was ist jetzt das Ding? Route 8, das müsste eigentlich was Blaues gewesen sein, glaube ich gerade, ja. So, Leitnerhof, ja, passt. Okay, gut, dann fahren wir das Ding jetzt. Weil wir müssen ja was haben. Und in der nächsten Folge machen wir dann den Thema Sonnstein auf Stufe 3, würde ich sagen. Los geht's.
Nein, Bus-Simulator. So, was haben wir denn hier ans Busfahrzeug? Den müssen wir jedenfalls freischalten. Ich werde den Urban Way dazu nehmen und den von der Route 3 abziehen. Auf diese Route setzen. Und dann werden wir das ganze Ding jetzt fahren. Jo. So, die Busse sind alle verplant. Wir machen ein bisschen, wir scheffeln ein bisschen Geld. Wir brauchen ja nur einen Zahltag. Mehr ist es ja nicht. Wie wir es hinkriegen, ist es egal. Ich fahre jetzt selber die Karre. Eine Pause. Super. So, weiter geht's. Jetzt haben wir hier rechts. Jetzt sind wir schon am Sonnenleiterhof. Der Bus gefällt mir. Ja, der ist auch nagelneu, ne? Den haben wir gerade erst gekauft. Wie gesagt, Thema nur Zahltag. Ja, ist es nicht. Hallo? Tut mir leid, ich komme etwas später. Nein, nicht wegen dem Bus. Ich musste noch meine Haare waschen. Bis gleich. Tada. Ein bisschen aufpassen. In Real Life ist es kein Problem, hier mal so ein Ding so zu fahren. Dafür sind sie nämlich auch da. Tatsächlich für größere Fahrzeuge. Und es gibt Kreisverkehre. Da ist es tatsächlich gar nicht anders möglich, mit Bus da, als mit Bus darüber zu fahren. Wie gesagt, die Sinnkreise sind tatsächlich dazu da. Mit dem Auto, nein, fahrt da nicht drüber. Mit den größeren Fahrzeugen, wie gesagt, mit dem Bus oder mit dem LKW, da fahrt ihr ohne Probleme rüber. Ach, guck mal, wir könnten hier sogar drehen. Das machen wir da unten gleich mal. Ich stelle mal kurz hier irgendwie den Bus rüber. Ah, die Fresse. Ich spare mir einfach gerade Zeit. Mach das nicht, das ist einfach nur jetzt gerade Spiel in Game. Ist das eine Haltestelle jetzt gewesen oder warum sagt er jetzt gerade fahr zurück? Eigentlich nicht. Aha, hat schon aktualisiert. Ja, ich muss jetzt gerade ein bisschen heute ein bisschen was vorbereiten, Bus-Simulator. Gesagt, aber vielleicht habe ich was Neues dazu. Ich gehe gerne ins Planetarium. Was ist wird? Jetzt wird sicher cool. Aber wie gesagt, lass es sehen. Es wird immer zum Light-Let's Play. Ich habe mir bisher noch nichts angeguckt. Aber wie gesagt, lasst euch überraschen. Ich hoffe, dass ich euch morgen um 12 mehr präsentieren kann. Dann müssen wir leider, gut, das Ding ist nämlich auch ein Let's Play. Ich glaube, da so viele Missionen kenne ich gar nicht mehr davon. Aber ich nehme es mit. Ich freue mich drauf. Ich habe da Bock drauf, das Spiel. Und ja, dann schauen wir mal. Aber wir einfach vorbereitet bekommen. Weit noch, ne? Oder? Das für ein Zahltag, weißt du? Ich weiß gar nicht, wie weit wir mittlerweile sind. Noch weit? Wir haben noch gar nicht, wirklich geschafft. Ich muss dann noch mal eine Route erstellen, komplett, die uns durch Dings fährt. Durch Sonnenstein fährt. Mache ich aber in der nächsten Folge und dann gehen wir da mit dem Thema auch auf jeden Fall an. Also dieses Aufwerten, das nimmt halt die Zeit weg und sagt dann, ne, ihr dürft nicht ihr könnt nicht die nächste Mission machen. Es ist halt jetzt extrem viel. Also es war jetzt bei Kerstock dreimal hintereinander mit Aufwerten, was uns jemals 1 bis 2 Folgen gefressen hat. Und jetzt haben wir das Thema mit Sonnenschein genauso, was es wahrscheinlich auch 2 bis 3 Folgen fressen wird. Ich weiß es aber noch nicht, halt wie gesagt. Das ist halt noch... ist es nicht ganz klar. So, sind wir schon mal zumindest im nächsten Stadtteil. Sind wir schon im Sonnenschein? Das sieht so aus, ne? Oder? Sind wir im Sonnenschein mittlerweile? Oh, Alter! Warum bist du jetzt? Warum hast du jetzt gebremst?
Den habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Dass der auf die Eisen gegangen ist. Was ist der? Warum hat der jetzt gebremst? Hat er nirscht? Oder war ein Fußgänger? Weiß ich nicht, eigentlich nicht. Wir sind in Kerstadt. Ach Gott. Wir sind in der Verspätung sogar drin. Wir haben noch ein ganzes Stück bis zum Stein. Würde ich sagen. Alter, ganz oft. Puh, okay. Das Ding ist tatsächlich jetzt doch so intensiv, was ich jetzt eigentlich damit gerechnet hatte, weil eigentlich hätte ich gedacht, ja, dann machen wir jetzt kurz mal eben fertig, das Ding hier. Aber scheinbar ist dann auf so weiteres nicht nötig, möglich. Ich glaube, meine Fahrkarte ist abgelaufen. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Das würde dich $120 oder 20 Euro kosten. In Villa ist es natürlich die Hälfte nur. Das ist teuer, schon teuer genug, aber es muss ja auch wehtun. Irgendwo. Gerade Thema Schwarzfahren, das ist bei der Deutschen Bahn ein ganz, ganz tolles Thema. Das ist halt auch ein Grund, dass Tickets immer teurer werden. Natürlich nicht nur, aber mit ein großer Teil, weil man muss ja trotzdem Personal, Unterhalt, Wartung, Pflege etc. zahlen. Und jedes Ticket oder jeder Schwarzfahrer, der erwischt wird, beziehungsweise jeder Mensch, der schwarz fährt, diese Ticketeinnahmen fehlen. Lass das mal ein Ticket sein, was keine Ahnung, 20 Euro kostet. Und lass das mal, keine Ahnung, 10.000 Menschen machen. Oder 100.000 Menschen machen, deutschlandweit. So, grobe Richtung. Dann bist du bei 2 Millionen. Ne? Und ja, und das ist diese 2 Millionen, die fehlen natürlich irgendwo in der Kasse. Und von diesem Geld kann man halt mal sagen, okay, man repariert mal. Oh nein, ich habe meine Fahrkarte in meiner anderen Hose vergessen. Man repariert mal mehrere Zugtoiletten. Das Geld fehlt, also wenn die Zugtoilette natürlich nicht repariert, dann gibt es natürlich wieder Leute, die regen sich auf. Warum müssen die denn die Zugtoilette nicht repariert? Na? Nur so als Beispiel, mal so ein bisschen vorgerechnet. Ich weiß nicht, wie ihr das hier seht. Natürlich ist das jetzt alles nur ein bisschen so ein bisschen komisch gerechnet, aber ne, ihr versteht, was ich meine. So, jetzt Fragezeichen, wie weit haben wir es noch zur nächsten Haltestelle? Ist das jetzt echt doch so weit? Ich nehme jetzt gerade mal das Gas ein bisschen ran. Wie weit ist denn das jetzt noch bis zur nächsten Haltestelle? Gut, die nächste Haltestelle, nächste Dings ist ja. Wir brauchen hier nur den Zahltag hier erreichen, ne? Da vorne ist sie. Also das mit den ganz mit den 5 Minuten, das schaffen wir nicht so ganz. So, da sind wir schon wieder. In Sonnenschein zum ersten Mal. Ja, vorne beim Bus-Simulator. So, Mission geschafft. Ein Fahrgast möchte eine Fahrkarte. Okay. Wie verdienen wir da mittlerweile eigentlich pro Dings? Hab ich so viel Geld davon? Wow, das wird langsam. 22.700 pro
Mission. Brutzeltag. Wir sind ja noch komplett am Anfang. Ja, ich weiß, dass ich zu spät bin. So, und gerade wegen solchen Leuten hier sind wir zu spät. Meine Fresse. Wir sind natürlich jetzt mit 5 Minuten zu spät. So, wir haben also... Haben wir den Zeittag erreicht mittlerweile? 3 von 4? Ja, schon, ne? Weil wir haben ja... Jetzt hoffe, wir machen es. Wir machen jetzt hier einen kleinen Break. Ich lasse den Bus jetzt über... Ich übergebe den jetzt an den NPC. Tschüss. So. Und wir gehen die nächste Mission an. In der nächsten Folge, liebe Leute, gehen wir das Thema mit der Sonnenschein auf 3 auf. Wir stellen kurz die Route noch. Ich sag dir jetzt ein bisschen blöd. Für die Frage ist es jetzt absolut beschissen. Aber ist egal. Es sind eh nicht so viele Haltestellen hier. Das kann. Das kann natürlich. Warum lassen Sie mich jetzt. Was sind jetzt dahin? Da hätten wir die hier raus. 1. 2. 3. Sonnleitnerhof. Nee, das warte mal, das ist der Hof. Sonnstein, Hauptplatz. Warte. Wenn ich jetzt hier hingehe, wo will der lang? Der will jetzt da oben rüber schicken. Aber die Haltestelle wahrscheinlich auf der falschen Seite ist. Sonnstein, Hauptplatz. Mautnerhof. Nee, warte mal, wir machen das anders. Wir gehen Sonnstein, das ganze Ding. Hauptplatz. Kellergasse. Ein bisschen anders an. Wir bauen das ganze Ding ein bisschen anders. Ich fahre von der 1 hier. Ach, jetzt ist hier unten an einer Stelle, ne? Müllergasse. Ich fahr mal als letztes an. Ja, wir müssen es mitnehmen. Wir fahren die als erstes an. Damit habe ich die schon mal weg. Müllergasse. Sonst wird er bitte den Bus. Unter Sonnstein. Nehmen Sie jetzt so mit. So, dann die hier. Sonnenweg. Sonnleitnerhof. So. Es ist ekelhaft, dass sie jetzt übereinander liegen. Wir machen es. Wir fahren dann Schleife. Fahren Sie den. Den. Und. Du sollst doch nicht rum. Willst du das jetzt. Kellergasse. Kann ich, ist das so praktischer? Mautnerhof. Ja. Und. Kellergasse. Ja, ist halt jetzt gerade so, weil es nervt gerade so ein bisschen, weil die ein bisschen komisch liegen, die alte Stellen. So. Das ist jetzt die. Ach, warte mal. Wir können sie noch ein bisschen anders bauen. Wisst ihr was? Wir machen das in der nächsten Folge. Ich baue das Thema hier in der nächsten Folge mal um. Wir können ja unten auf Plattform wechseln, dann könnten wir vielleicht sogar schaffen, dass wir die ein bisschen praktischer liegen. Wir sehen uns dann wieder. Man muss immer Leute 21 kommen, dann geht's weiter mit Sonnenschein auf 3 aufwerten.